Bankenschau aktuell. Wir starten in die Karwoche. Ein herzliches Grüß Gott und Hallo zusammen. Für einige, die gestern auf der A3 in Unterfranken unterwegs waren, war es ein schlimmer Anblick. Großeinsatz am Nachmittag für Polizei und Rettungsdienste. Bei Helmstadt kam es zu einer Massenkarambolage. Etwa 40 Fahrzeuge waren beteiligt. Zwei Menschen, darunter auch ein Kind, haben ihr Leben verloren. Wir haben eine neue fränkische Weinkönigin. Am Freitag waren wir live dabei, als sie gewählt wurde. Lisa Lehre. Wer derzeit in Franken so übers Land fährt, der sieht vor allem das hier. Folien, soweit das Auge reicht. Darunter tut sich aber schon was. Der Spargel spitzt raus und das, obwohl er rein wettermäßig wahrscheinlich eher noch frierend unter der Erde ausharren müsste. Doch und vom Summen und Brummen jetzt noch zu einem singenden Frühlingsboten. Unser Frankenfotograf Karl Streckel aus Beiersdorf hat dieses balzende Blaukehlchen im Schilf bei Biengarten entdeckt. Ja, was für ein netter Schnappschuss, oder? Mit dem wir uns heute aus der Frankenschau aktuell verabschieden, sieht man inzwischen wirklich recht selten. Wir sehen uns aber in jedem Fall morgen wieder, wenn Sie mögen. Ab 17:30 Uhr bin ich für Sie da. Schönen Abend jetzt erstmal und bis morgen in Franken.